Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Factorio. Factorio. Leute, wir haben zu viel, zu viele Zahnräder. Ach, jetzt auf einmal, erst meckert er, wir haben zu wenig. Jetzt haben wir zu viel. Jetzt hat sich das übrigens verlagert mit diesem scheiß Erz. Jetzt ist es unten anscheinend. Jorne, es werden keine Laufbänder mehr, Bänder mehr hergestellt, weil jetzt hier keine Räder mehr ankommen. Warum nicht? Hä, was denn für Räder? Was willst du denn? Der braucht hier Zahnräder. Du hast hier eine Teilung gemacht. Das ist doch völliger... Hä, was willst du denn jetzt? Wo bist du denn? Wir haben hier ein Problem. Ja, was ist denn? Hier kommen keine Zahnräder mehr an. Weil normalerweise laufen die hier oben auf dieses Band. Siehst du das? Ja, wusste ich denn nicht. Ich dachte schon, da ist irgendwas falsch. Aber ja, hier ist was falsch. Was ist denn hier? Wie ist denn das jetzt passiert? Lass einfach diese Linie hier noch weiter laufen, denn... Warte, wir teilen die hier. Wir teilen die. Ja, hier müssen noch Zahnräder oder nicht hin. Ja, aber die kommen doch von hier oben an. Die kommen nur nicht auf das Band rauf. Siehst du das? Die werden ja extra von da oben abgezogen. Warum? Hä, was? Wie? Ach so. Ja, aber hier kommen sie doch auch an. Guck mal, durch eine unterirdische Überführung. Ja, weil die hier nach unten gehen. Für irgendwas, das unten passiert. Ja, dann lass uns das doch gleich hier ranbauen. Ja, das sollten wir wahrscheinlich machen, ne? Oh mein Gott. Das also du willst jetzt hier mit roten Armen arbeiten, sehe ich das richtig? Ja. Na, ich teile da jetzt nichts mehr von dem... ich bin erstmal froh, dass das Ganze mit dem Eisen so läuft. So, jetzt ist doch richtig, oder nicht? Ja. Oh, mach mal nicht fertig. Ah, okay. Super. Das okay. Jetzt läuft das wieder da hinten. Das war nämlich ein Problem. Deswegen sind auch die Zahnräder jetzt hier vollgelaufen. Jetzt verstehe ich das. Und wir forschen jetzt erstmal freiwillig mäßig so rum. Es ist noch nicht genug Erz. Deswegen machen wir jetzt welches. Da haben wir nochmal 5. Wir kommen gleich wieder. Bist du, ja, ich mache jetzt mal den Arm weiter. Ich bin ja immer noch nicht jetzt, seit 5 Folgen oder so, will ich die Scheiße da jetzt mal fertig machen. Ich muss, wir müssen dann gleich mal gucken, ob die Dampfmaschinen jetzt wieder laufen, weil wir haben ja da noch ein bisschen Kohle jetzt zugeführt, aber das, oh Gott, nee, das ist zu wenig. Fischi, wir müssen, Planänderung, wir brauchen Kohle. Jetzt. Wir müssen irgendwo Kohle ranschaffen. Ach, Kohle, Schmumole, wir brauchen den Kohle heutzutage, in den heutigen Zeiten. Da brauchst du auch keine Kohle mehr. Ja doch. Jetzt. Sofort. Ja doch. Ja. Ja. Darf ich vielleicht jetzt hier nach den 5 Folgen meine grünen Arme endlich... Soll ich mich mal auf der Suche begeben, so? Kohletechnisch? Ja. Und du machst da einfach... Was Schönes. Warte mal, wofür mache ich das eigentlich gerade? Für die... blauen Fläschchen, ne? Oh ja. Du machst, pass auf, du machst blaue Flaschen. Ich werde mich jetzt mal auf die Suche nach Kohle begeben, weil wir haben jetzt... Kohle. Wahrscheinlich irgendwo außerhalb. Da oben ist ein Stück. Ah, das ist alles nicht so schön. Gibt es da nicht noch ein bisschen was Größeres? Strom brauchen wir da auch noch. Oh, Fischi. Strom. Wer braucht denn Strom heutzutage in den heutigen Zeiten? Und das habe ich gerade bei, ne? Das ist ein bisschen blöd. Konstruktionsroboter. Auf geht's. Wir knabbern langsam an die richtig interessanten Sachen. Weißt du, wir brauchen... Tatsächlich brauchen wir Strom, ja, das ist richtig. Okay, pass auf, ich habe Kohle gefunden. Ärgert mich jetzt aber ganz schön. Ich habe Kohle gefunden. Geil! Ich brauche mal ein Tor. Haben wir noch Tor? Tor. 4. Dann kümmere ich mich mal um Pommel Pedals. Dann haben wir das auch schon mal. Warum machst du keine grünen Arme? Ach so. Was? Ja, oh Gott, ich befinde mich hier. Warte mal, im Norden sind Feinde. Im Süden sind Feinde. Holy. Wo haben wir nochmal die Panels? Ach, hier unten, ne? Ja, oh, alles gut. Wir machen doch einen. Oh, nein! Oh shit! Lauf! Ah. Yippie!
ihr Schweine. Boah. Fies, das war gemein, das war richtig fies. So, ich geh mal Strom machen. Ich geh mal Strom machen. Ja, jetzt wollte ich endlich mal die Scheiße fertig machen. Es dauert noch ein bisschen. Ich hab hier 200 Solarpanel in der Tasche. Willst du dich abholen kommen? 200? Nee. Ja. Strom, warte. Machen wir dafür die noch. Alter, okay, und die ganzen Akkumulatoren, ah, jetzt. Bist du hier? Nee, du bist hier gar nicht. Boah. Ach, die sind ja nicht wirklich weit, ne? Hier, oh, nee. Aber wir machen große. Was ist los? Es ist, weil unsere Solarform hier, die ist einfach riesig. Die ist geil. Die ist einfach riesig. Die ist geil. Mega. Aber sie bringt halt auch nicht genug. Nö. Besonders nicht, wenn man eben mit Dingens arbeitet, ne? Mit Lichtbögen dann. Ja, aber das muss sein. Es ist eine zwingende Pflicht. Scheiße, ich habe keine Batterien bei. Ich habe noch ein paar. So Batterien, meinst du? Einzelne Batterien? Ne? Mhm, Batterien. Du meinst Akkumulatoren? Nee, ich meine Batterien. Du meinst Batterien, ne? Ja, immer noch. Batterien. Okay. Ich habe mich mal um Kohle gekümmert. Aber das muss ja auch ein bisschen beschützt werden. Ne? Ja, genau. Das, was du sagst. Das, was ich sag. Ups. So, ich baller hier alles voll mit Akkus. Früher sind die doch durchgegangen, warte mal. Was? Scheiße, na, dann kann ich das auch offen lassen hier. Das ist ja nicht so prickelnd. Boah. Boah. Was ist los? Ich baue hier gerade so unglaublich viele Akkumulatoren. Das glaubst du gar nicht. Du wirst danach sagen, wow. Ich brauche Batterien. Ja, dann hol dir doch Batterien. Das ist doch... Boah, sag mal, was haben wir hier eigentlich noch für ein Kupfererzfeld in der Basis? Das ist ja... Es ist riesig. Das ist ja abartig. Es ist nicht klein. Oh, wie das dir denn loszischt plötzlich. Wenn du die Akkus an Strom machst, ne? Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich tatsächlich mal zu wenig Förderband. Eigentlich kann das doch direkt mit auf diese Linie hier. Ja, das geht. Kann ich mal Batterien schnabobseln von dir? Von mir? Wieso denn von mir? Das sind auch deine Batterien. Hau rein. Oh, hau we rein. Are a team. We are a team. We are young. Oder so. Ah, toller Song. Ich bin ja noch so ein 80er Jahre Kind, ne? Muss ich ja zugeben. Bin da irgendwie stecken geblieben. Ich mag die Musik von da jetzt nicht so besonders gerne. Was? Die 80er sind der Hammer. Sind göttlich. Mein lieber Fisch. Oh, es gibt da Sachen, die auch gut sind. Es gibt auch super. Es gibt eigentlich nur tolle Sachen. Ja, nee, das stimmt nämlich zum Beispiel nicht. Was? Es gibt 80er Jahre Sachen, es gibt ja in jedem Jahrzehnt Scheißmusik. So ist ja nicht. Bei den 90ern würde ich dir zustimmen. Warte mal. Du willst mir jetzt gerade sagen, die 90er dass waren in den scheiße. 80ern ausschließlich gute Musik produziert wurde? Da war auf jeden Fall bessere Musik. Oder was? Ja. Ja, nimmst du nüchtern auf, oder was? Ja. Ich weiß nicht, kannst du mit der heutigen Musik, kannst du da dann noch ganz viel anfangen? So, ist es deine Musik, die du täglich hörst? Was, ja, es ist bei Musik ist es ja immer so eine Sache. Wenn du sagst heutige Musik, was meinst du da? Weißt du, es gibt, es ist ja... Was meinst du da? Also Charts nicht. Also schon. Charts aber noch nie. Es gibt ja in jedem Jahrzehnt viele Sachen. Es gibt halt, ich höre gerade relativ viel so entspannte elektronische Musik, die aber so nicht nur elektronisch ist, sondern halt auch Instrumente mit drin. Es ist so ja, das ist ja auch mein Ding. Das ist ja, ne, auch meins.
eigentlich einfach Elektro. Alles. Also deswegen, es gibt sehr, sehr viele gute neue Musik. So, sehr, sehr viel. So, ich habe mich um Strom gekümmert. Ich weiß, so viel wird es wahrscheinlich nicht bringen. Sag mal, haben wir noch irgendwie, Ach du Scheiße. Oh, das mit dem Auto würde auch erstmal nichts hier. Haben wir noch die Ziegel? Quatsch, nicht die Ziegel, die. Wie halt. Oh, was will ich hier eigentlich? Doch, Ziegel. Ich brauche Mauern. Haben wir noch Mauern? Leute, ich brauche Stahlträger. Ja, dann holst du dir da unten. Das ist ja alles Tutti da unten. Aber sind das nicht sehr, sehr wenige nur? 100 Ziegel? Hä? Hä, wieso hast du denn die Mauerproduktion unterbrochen? Hab ich das? Ja, du hast die Greifarme hier entfernt. Why? Ach so, die hatte ich nur kurz entfernt. Oh, für sie! Was ist denn? Du hast gesagt, wir brauchen keine Mauer mehr. Nö, das habe ich nicht gesagt. Hast du nicht? Nee. Oh shit. Oh, Fehler. Oh! Ja, dann tun wir das. Das ist ja jetzt doof mit der mit dem Strom, hä? Huh? Guck mal. Guck mal, wie sie die ganzen langsam Arme sind. Alle. Kann denn das sein? Wir haben eben noch die ganze Zeit wunderbar. Ja, na, weil das an sich dann nicht so viel ist, was die da produzieren. Und ich habe eine dritte Linie da gelegt, ne? Linie. Hast du gehört? Ich habe Linie gesagt. Ich muss immer wieder hier rauf gucken. Batterien. Wir brauchen Batterien. Doch, müssen wir das händisch machen. So, ich verteile mal hier die ganzen. Ja, die Akkumulatoren sind tot. Also, leer. Alle. Muss man sich mal vorstellen. Machen wir mal mit den Batterien, ne? Da, jetzt laden sie sich wieder auf. Kann ich eine von den Akkumulatormaschinen mal kurz lahmlegen? Nee. Jetzt nicht. Also, gerade jetzt ist doof. Ja, aber dann kriege ich mal den blauen Fläschchen nicht hergestellt. Brauchen die echt so viel Batterien? Ja, die Batterien kommen gar nicht mehr nach. Ja, dann also, musst du sie ausmachen. Also zumindest eine. Boah, voll ans Mikro gedüst. Es tut mir leid. Ging jetzt boah, so. Jetzt direkt eine gesammelt hier. Sorry. Okay. Magst du mal gerade forschen? Ich weiß nicht was. Laboreffizienz. Darf ich? Geht nicht. Nee, brauchen wir blaue. Du musst jetzt musst du so ein bisschen gucken, was wir noch können. Ohne die blauen. Hau mal irgendwas, was noch rot-grün ist. Ich glaube, ich hätte gerne Beton. Oder Logistikroboter. Ja, du mach die. Dann können wir die demnächst auch bauen. Auf die freue ich mich schon. Dann wird das Leben aber auch einfacher. Boah, ist das laut, dieses Klickern hier. Die Karte ist so rot, ne? Das sieht aus, ey. Nein. Ich hab nochmal 50. Ah, nö. Hab ich denn doch mal? Boah, sag mal. Was ist viel? Was ist kaputt? Ich habe so wieder Solarzellen. Das ist ja der Hammer hier gerade in der Tasche. Boah. Wir brauchen echt dieses Umspannwerk mal. So, die Batterien sind mit den roten Dingern auf einem Ding. Und dann kommen die grünen Dinger mit den... Ach, das war's. Gott sei Dank. So, Fischi, jetzt höre ich dich ja wieder, aber so laut. Nee, wir machen es anders. Oh, jetzt habe ich gleich wieder so viele Schaltkreise und alles. Das ist zu viel, was mache ich denn hier? Das ist richtig, immer zwei. Was machst du denn? Du bist doch aber schon an den blauen, bist du dran, oder? Ja, ich bin quasi, also wenn ich jetzt noch Stahlträger hier oben hätte, dann würden die schon produziert werden, nö. Naja, cool. Okay, was haben wir denn noch? Tragbares Solarpanel, ja. Kann man machen. Ich habe keine Strommasten mehr, ne? Keine Strommasten mehr.
Das riecht gut. Gibt's hier noch irgendwo da oben? Ist noch Holz. Fuck die Dreck. Oh, da ist ja ein ganzer Wald. Aber da sind auch Feinde. Wie lege ich nochmal hin? Mit Z. Z. Gott, das macht ja gar keinen Sinn so. Oh, ich sehe sie da schon. Oh Gott, das ist ja ein Riesenlager. Oh. Okay, schnell wieder nach Hause. Oh nein, jetzt habe ich das hier wieder hingelegt auf dem Sammeltü. Was machst denn du für Sachen? Oh nein, ich, das Lasergeschütz wollte ich. Oh nee, ich bin so ein Trottel. Ich wollte das doch nach hinten verbauen. Guten Morgen. Oh, scheiße. Fischi. Was machst du denn? Also keine dummen Sachen, das ist schon mal klar. Das habe ich auch nicht gedacht. Naja, doch. Nö. Es wäre auf jeden Fall richtig gewesen, das zu denken. Du bist mittlerweile schon ein richtiger Factorio-Profi, weißt du das? Ja, war ich ja schon immer, ne? Ich bin uns nicht vor zu geboren. Ja. Ja, ja, das ich stimmt. Soll ich Roboter Geschwindigkeit 1? Geht nicht. Geht nicht? Warte mal, was haben wir noch? Beton halt, ne? Oh, das Exoskelett, ne? Das ist richtig gut. Energieschild, das könnten wir mal mitnehmen. Oh, ich glaube, diese Folge geht die Produktion los. Die blaue Fischchenproduktion. Was, echt? Schaffst du das nach? Jetzt frage, aber nee, wir kriegen schon wieder zu wenig. Das ist halt die Problematik. Warte mal, du lässt. Was ist denn jetzt? Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Nee, darf ich das hier unten teilen? Weiß ich nicht, ob du das sagst. Musst du doch wissen. Produktion der Stahlträger. Wie heißen die? Ja, na ganz unten für die Muni wird ja nicht mehr so viel benötigt, wie du siehst. Was ich dir ja schon gesagt habe. Ah ja, ist richtig. Nimm's da weg. Also ich lasse es da auch in eine Kiste laufen. Ne? Also. Lalalala. So, wo gehe ich jetzt hoch? Oh nee. So, das nächste. Hier, ach, Flammenwerfer mal ganz schnell. Da. Ich habe mit dem Flammenwerfer nie gearbeitet. Ist der gut? Kann der Sachen? Mit dem Flammenwerfer? Ich habe den, glaube ich, auch noch nicht benutzt. Ich habe den auch nicht benutzt. Sag mal, einige Öfen laufen hier nicht. Warum nicht? Was denn? Ich komme jetzt runter. Ich habe das. Ach so, weil die Bänder so vollgelaufen sind. Das ist doch gut. Es ist quasi so eine Art Nebenkapazitätsgeschichte. Laserturm, Feuerrate. Oh, wie steht's denn hier? Oh! Ah! Ja, scheiße, ich hab's mir gedacht. Was los? Die Tanks oben laufen gerade voll. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo sie voll laufen. Oh no! Oh doch. Dann machen wir noch mehr, ne? Einfach. Ganz einfach. Ja, bis wir das irgendwann mal können, also. Warte mal, laufen die zufällig auf der linken Seite? Das wäre geil. Laufen die auf der linken Seite? Yes! So, jetzt kommt auch wieder Petroleum nach. Es ist schon, Gott sei Dank hat man auch Petroleum-Tanks, ne? Die sind ein bisschen vollgelaufen und jetzt waren sie eben schon weit runter, aber die haben eben diese Zeit überbrückt. Ne? Ja, das ist gut. Ja. Oh. Ja, das lässt sich hier so weiterlaufen. Okay. Und blaue Fläschchen. Ah, was brauchst du denn jetzt hier noch? Kann ich dir irgendwie helfen? So, jetzt wirst du gleich Zeugen, wie es losgeht hier. Komm, das machen wir jetzt gemeinsam noch. Ah ja. Okay. Blaue Flaschen, dann müssen wir die halt irgendwie nur rüberbringen, ne? Problem wird sein, genau, die da rüber zu bringen. Wie viel brauchen die denn an? Eine Batterie, ein Rot. Okay, nee, das schafft ein blauer Arm. Das geht. Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Aha. Jetzt kommt auch Stahl. Ja, dann brauchst du zwei. Ja, das ist gut. Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt.
Und? Ups, jetzt habe ich 43 blaue Arme. Das macht nichts. Ja! Alter. Guck mal! Problem ist nur, wir brauchen halt viel mehr Stahl, ne? Ja, das... Ja. Das dauert auch. Also ich habe das auch so gebaut. Wollen wir das... Komm, das schaffen wir doch jetzt noch, ne? Das schnell an das System noch anschließen. Oh Gott, es dauert mindestens 5 Minuten. Die haben wir jetzt noch. Wo willst du die denn? Wo haben wir denn? Wie denn? Wie denn? Wo willst du denn damit lang? Wo gehst du denn damit lang? Wo willst du denn damit weiter? Das ist doch alles zu hier. Nein, du könntest noch unter den ganzen Lichtbogen öffnen. Nee, ich gehe oben beim Kupfer lang. Aber ich brauche mehr Fließband. Nimm mal das Fließband mit. Nimm mal das Fließband. Fließband. Wohin denn? Nach oben. Wir weichen nach oben aus. Das ist unten zu eng. Hier ist Strom. Oh, mach die Scheiße weg. Wieso war das so? Oh, Jolle. Mach die Scheiße weg. So, wo willst du lang? So, jetzt klappt das wieder. Ja, hier durch die, hier durch direkt die Lücke. Links. Jo. Machst du die Ecke noch? Hast du die Ecke noch, Digga? Du hast falsch rumgemacht. Oh, stimmt. Wow. Warte mal, wir sind jetzt mal nicht so wegen dem Kupfer, ne? Wegen dem Eisen. Nee, scheiß da drauf. Scheiß doch drauf. Scheiß doch nochmal der Hund drauf oder die Katze sucht dir was aus. Wieso gehst du denn? Achso. Okay, und wo müssen wir da jetzt nochmal hin? Wo müssen wir. Ach so. Ich hab grad eine Katze vorm Bildschirm. Und jetzt geht das dann gleich los mit dem, mit dem zweiten Band wieder, ne? Ja, aber das will ich hier noch zeigen. Ja, dann mach du das schon mal mit dem Band und ich da drüben und ich mach hier. Ich führe das mal ran. Dann führ das halt durch. Du brauchst jetzt eigentlich nur noch runter. Hier zwischen. Oh, weiß ich nicht. Zwischen Kohle oder so. Geh einfach runter. Hier lang. Soll ich dir hier schon mal so ein Band dranlegen? Kümmer dich mal um die Zirkulation. Stimmt. Ja, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ja, kümmer du dich mal da hinten. Ah, da war jetzt gerade was Wichtiges, was wir erforschen. Was denn? Das ist wichtig. Konstruktionsroboter. Das beinhaltet aber auch die Kisten, also diese passive Anbieterkisten und den Hangar. Also es ist eine sehr wichtige Forschung. Gerade. So, weiter baue ich nicht, damit du mir erstmal sagst, wo ich da ran muss. Das Problem ist, ich muss dann irgendwie später da nochmal so eine Aushöhlung, so eine Einbuchtung reinmachen. Aber das ist okay, machen wir später. Für den Moment reicht das. Alles kaputt hier irgendwie, ne? Quatsch. Das sieht nun mal so aus, wie es aussieht. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, also kann ich einfach hier durch und alles klar. So, und du kannst es einfach hier rauflaufen lassen, genau. Yep. Perfekt. Krass. Ab jetzt gibt's blau. Fischi, ich könnte dich knutschen. Krass. Super. Krass. Ja, dann müssen wir doch her, aber die anderen Fläschchen, die müssen dann nicht drauflaufen, sondern die müssen mit Arm reingereicht werden. Nee, ich muss dann hier so eine Ecke reinmachen und dann kann das genauso wie grün dann da rauflaufen. Oder hier an der Ecke. Geht doch gar nicht, weil das ist ja... Rot, die Lilanen, ne? Die Lilanen sind ja nur ein Montageding. Montageding und dann fertig aus. Ne? Lila ist jetzt nichts, wo... Dann kann es hier, da rein. Ich sehe schon, okay. Alles gut. Ah okay. Ja. Ah ja. Okay, ja krass, jetzt haben wir, als wenn das geplant wäre, quasi die nächste Aufnahmesession, quasi dann beenden wir damit, dass wir es geschafft haben, die blauen Fläschchen zu machen, ne? Geil. Und guck mal da, automatisierter Aufbau bringt die Blueprint. Print. Schön. Blueprints, ey, ich verstehe überhaupt nicht, das musst du mir unbedingt dann zeigen. Das zeige ich dir denn. Es steht eine Menge an, aber guck, zoom mal raus, schau dir mal unsere tolle Karte an, was wir schon alles gebaut und geschafft haben. Als gesehen hier, du. Oh, da gibt's einen Fehler noch? Irgendwie ist da ein Fehler. Ich möchte gerade mehr Lichtbogenöfen machen, dass wir hier... Achso, die können nicht mehr. Wie, noch mehr? Dass wir, ja, hier unten, damit viel mehr Stahl rauskommt. Also kann man ja auch hier um die Ecke bauen, so nach oben hier vielleicht. Kann man ja hier abzapfen, die Scheiße. Die Eisenplatten hier.
Und dann machst du hier noch ein paar Lichtbogenöfen so von oben nach unten. Wie ist denn jetzt strommäßig? Ich hatte doch, warte mal, jetzt ist die Nacht gerade. Nochmal gucken. Das machen wir nochmal hier. Die Akkumulatoren gehen langsam leer. Noch läuft viel über die Akkus und jetzt... Ja, die Solar... Nee, alles passt. Guck mal, die Solarpanels. Die Dampfmaschine macht halt immer noch sehr viel Strom. Ja. Ja, das wird sich ja jetzt auch noch nicht sofort ändern lassen. War denn nicht, also vor allem nicht, wenn ich jetzt noch ungefähr 5 bis 10 Lichtbogenöfen mache. Ich habe auch 50 Öfen, normale in der Tasche, aber nee, dann brauchen wir wieder die Kohle. Nee, ist gut, mach mal. Nee, oh Gott, so. Mit der Kohle. Nee. So, ihr Lieben, wir sind dann mal raus, auch aus dieser Session. Ende einer Aufnahme-Session, genau. Das waren 8 Folgen, Hammer. Krass. Es ist unglaublich. Boah. Und es ist aber gut. Ja. Und schön, dass ihr noch alle dabei seid, Leute, dass ihr euch das hier antut, auch gerade mit meinen Eskapaden hier manchmal, ne? Ich finde, du noch, machst dich super. Wo ich wieder die Kupferkabel machen wollte mit Öfen, das war wieder ein Fest der Gefühle, du. Ich finde, du machst dich wirklich super, Fischi. Ach, die Batterien fehlen. Ja, ich hatte doch da jetzt gerade noch eine geguckt und dafür gesorgt, dass Petroleum wiederkommt. Oh, wollen wir uns da mal einfach hinstationieren? Weil sonst... Ich meine, ich kann auch nicht aufhören. Ja, aber wir müssen. Nee. Wir müssen. Das ist wieder mal eine lange Folge. Ja, lass uns mal hier hinstellen. Und ich hatte dir nicht zugehört. Weil, du kennst das doch. Wenn man selber gerade was baut, kann man dem anderen nicht so gut zuhören. Ich klammer doch auch nur Scheiße. Das heißt Schwefelsäure. Wir haben hier zu wenig Schwefelsäure. Ah, kommt zu wenig Petroleum gerade an. Ja, kümmern wir uns denn drum. Genau, darum müssen wir uns kümmern. Und ich meinetwegen können wir auch gerne nochmal so eine zweite Anlage bauen. Ja, die Sache ist ja einfach Petroleum, ne? Okay, die Sache ist einfach nur Petroleum. Wir kümmern uns. Ja, wir kümmern uns. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Haut rein. Für euch ist ja nicht irgendwie großartig, jetzt Pause ist. Jeden zweiten Tag kommen die Folgen nach. Sie kommen nach. Es ist wie am Fließband. Haha. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.